Hochverehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Gesetzentwurf zur Änderung des Staatsangehörigkeitsrechts ist gut, er ist vernünftig, er ist zielführend und er ist im Übrigen ein Beitrag zur Integrationsförderung. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich auf die vier wesentlichen Punkte in der entsprechenden Kürze eingehen. Erstens. Wenn die Einordnung in die deutschen Lebensverhältnisse zur Grundlage für die Einbürgerung gemacht wird, ich erinnere mal an die Ausführung von Professor Thüm, dann ist das erstens nichts Neues und zweitens richtig und das Normalste dieser Welt. Das, was in allen anderen Staaten Europas gemacht wird, was dort richtig ist, kann bei uns nicht falsch sein. Völlig normal. Zweitens. Wer bei der Identitätsfeststellung nicht mitwirkt, falsche Angaben macht, zeigt, dass er am möglicherweise aufnehmenden Staat kein inneres Interesse hat, möglicherweise tendenziell eher ein finanzielles. Das reicht aber nicht. Drittens. Wer meint, eine Mehrehe führen zu müssen, meine Damen und Herren, der kann das in allen islamischen Staaten dieser Welt machen. Diese Freiheiten hat er. Aber es ist mit dem deutschen Recht nicht kompatibel. Und deshalb gibt es kein Recht dafür, hier entsprechend dann die deutsche Staatsbürgerschaft anerkannt zu bekommen. Das ist eine völlig normale Geschichte. Und lassen Sie mich einen persönlichen Satz hinzufügen. Ich bin ja sehr dafür, dass wir bei den Menschen, die bereit sind, sich zu integrieren, auch am Ende, letzten Endes, die deutsche Staatsbürgerschaft vergeben. Aber diese Vergabe setzt voraus, dass diese am Ende eines langen, erfolgreichen Integrationsprozesses stattfindet, bei dem klar ist, dass man ein Auskommen mit dem Einkommen hat, und zwar aufgrund eigener Anstrengung, dass man bereit ist, sich mit dieser Nation, mit den Werten, auch den Werten des Grundgesetzes, zu identifizieren. Das ist die Grundvoraussetzung, sonst wird es nicht funktionieren. Und der vierte Punkt. Entzug der Staatsbürgerschaft für IS-Terroristen ist richtig und er ist im Grunde genommen überfällig. Ich erinnere daran, dass es der Innenminister de Maizière war, der 2015, 2016 bereits genau das schon einmal gefordert hat. Damals, muss man leider dazu sagen, gab es die politischen Mehrheiten nicht. Deshalb freue ich mich sehr, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, dass wir heute soweit sind, das gemeinsam im Sinne Deutschlands machen zu können. Und die Zahlen sprechen ja letzten Endes für sich, die ich an dieser Stelle nicht alle aufführen kann. 1050 deutsche Islamisten oder Islamisten aus Deutschland, davon sind 500 im Ausland, 200 sind umgekommen und etwa 300 sind aktuell hier in Deutschland. Das heißt, wir haben schon ein Problem. Deshalb ist das die Frage der des Entzugs der Staatsangehörigkeit ein Thema. Und das Zweite ist, dass wir auch darauf drängen müssen, dass diese IS-Terroristen vor einem UN-Tribunal angeklagt werden und vor Ort entsprechend abgeurteilt werden. Meine Damen und Herren, zum Schluss. Diejenigen, die zu einer Terrormiliz gegangen sind, haben keinen Häkelkurs besucht oder keine Schülerfreizeit vorbereitet. Sie kamen, um einen islamischen Staat, ein Kalifat aufzubauen, mit ausschließlicher Anwendung der Scharia, die auf dem Koran fußt, einen Staat aufzubauen, in der für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Meinungsfreiheit, Gleichberechtigung, Religionsfreiheit kein Platz ist. Sie kamen, um Ungläubige und nicht nur diese, auch eigene muslimische Landsleute zu ermorden, zu foltern, zu enthaupten, Frauen zu vergewaltigen. Meine Damen und Herren, diese Leute brauchen wir nicht in Deutschland. Herzlichen Dank. Für die SPD-Fraktion hat das Wort der Kollege Helge Lind.